Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Viele von euch haben mich gefragt: Hey Marc, ich möchte gerne den Oyster benutzen, ich weiß aber nicht wie viel. Wann kann ich den einsetzen? Wie funktioniert das Ganze? Mache ich das jetzt zum Ölwechsel oder sowas? Wenn ihr da euch nicht ganz sicher seid, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt dran, ich erkläre euch das kurz. Sehr viele Fragen von euch erreicht haben, wie das Produkt funktioniert, wie man das Ganze einsetzt, möchte ich euch da ganz gerne weiterhelfen. Vorweg einmal, ich habe einmal ein Video gemacht, wo ich einmal den gesamten Ölwechselprozess mit den Wagner-Additiven bespreche. Das heißt, schaut euch das einmal an. Ich hoffe, ich mache mal die richtige Seite auf der Seite. In diesem Video erkläre ich einmal die drei Produkte, wie der ganze Prozess laufen würde. Wenn du aber jetzt zum Beispiel keine Lust hast, alles zu benutzen, kriegst du jetzt einmal in Kürze die Infos zu dem Oil Stop. Der Oil Stop ist ein Additiv. Ganz kurz am Rande, bei mir hat es dazu gewirkt, dass mein Ölverbrauch sich ungefähr um ein Drittel bis ein halb reduziert hat. Viele von euch sind sich ein bisschen unsicher, wie viel brauche ich denn jetzt überhaupt von dem Oil Stop? Der Oil Stop wird von eurem Ölvolumen mit 3 bis 5% bemessen. Das heißt, ihr habt jetzt, ich nehme mein Beispiel, ihr habt 6,5 Liter Öl und möchtet jetzt mit 3% Additivierung den Oil Stop benutzen. Das würde bedeuten, ihr hättet in dem Fall 200 Milliliter Oil Stop müsst ihr benutzen. Wenn ihr jetzt mit der 5%igen Dosierung fahren wollt, müsstet ihr 300 Milliliter ungefähr benutzen. Also die genauen Zahlen waren einmal 195 Milliliter auf meine 6,5 Liter oder einmal 325 Milliliter. Also ich mache grob, ne? 200 oder 300 Milliliter könnt ihr reinkippen und das Thema ist erledigt. Viele von euch haben mich gefragt, wann kann man das Produkt denn einsetzen? Und zwar, das Produkt ist einsetzbar in jedem Ölintervallzustand. Das heißt, wenn ihr jetzt frisches Öl gerade gemacht habt und ihr sagt, ja, eigentlich wollte ich den Oil Stop doch benutzen, aber irgendwie habe ich vergessen, den zu bestellen, könnt ihr den nachbestellen und einfach in den aktuellen Zyklus mit einbauen. Das ist kein Problem. Immer nur die Grundprämisse, achtet darauf, dass ihr nicht überfüllt. Der BMW-Ölstandssensor ist aber nicht ganz so genau. Ich würde mal sagen, der pegelt immer um so 200-300 Milliliter falsch. Also das heißt, ich habe manchmal beim halben Liter habe ich 750 mal nachgekippt und da hat er auch keine Faxen gemacht. Und der ist halt nicht so auf dem Pegel genau, sondern da wünsche ich mir auch am liebsten einen Ölpeilmessstab, wo man einfach das reinzieht, guckt und füllt nach und so weiter. Ihr kennt das. Aber wir als BMW-Fahrer sind da leider etwas geknechtet. Von daher, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade 6,5 Liter eingefüllt habt und ihr habt gemerkt, jetzt seid ihr schon 1, 2, 3 Wochen unterwegs, nichts hat sich getan, dann könnt ihr von mir aus theoretisch einmal 100 Milliliter nachkippen, gucken, passiert was und dann nochmal 100. Und wenn dann immer noch nichts passiert ist, dann ist alles gut. Wie gesagt, aus meiner Erfahrung habt ihr immer so 2, 3, ja, 2, 300 Milliliter Spielraum. Ich würde es aber nicht übertreiben, ich würde es nicht einfach einen halben Liter draufkippen. Könnte auch klappen, je nachdem, ne? Ich habe es auch schon mal gemacht, würde ich aber abraten von. Also wenn ihr das Risiko gerne in Kauf nehmen wollt, macht das, weil ihr werdet ja mit dem Additiv eine längere Zeit fahren. Das ist anders als wie mit dem Motorcleaner. Den setzt ihr sowieso kurz vor Ende ein. Das heißt, wenn ihr da kurzzeitig überfüllt, dann, ne, könnt ihr sofort ausmachen und dann lasst dieses Öl ab. Dann ist ja auch, sag ich mal, die Gefahr nicht ganz so dramatisch wie wenn ihr jetzt einfach über den ganzen Intervall theoretisch zu viel drin habt oder sowas, ne? Damit ihr es einmal versteht. Ansonsten, wo kann man den Oil Stop noch einsetzen? Den Oil Stop kann man einsetzen im Getriebe, im Differential, im Motor natürlich, also eigentlich überall, wo man Öl hat und eine Dichtung hat. Meine persönliche Empfindung ist, ich würde es benutzen, ganz normal Motor, Differential, ich habe es auch im Differential drin und Schaltgetriebe. Schaltgetriebe, von meinem eigenen Gefühl her, würde ich es nicht so gerne drin haben wollen. Differential sehe ich anders, frag mich nicht warum. Ich werde aber auch vielleicht auch mal Wagner das nächste Mal fragen, wenn ich mit ihm in Kontakt bin, ob was der dazu sagt. Der wird sagen, das kannst du überall reinmachen. Aber wie gesagt, ich kaufe auch nicht alles blind, sondern ich mache mir so meine eigenen Gedanken dazu und bin auch mit den Additiven grundsätzlich ein bisschen. Ich gucke lieber mal so Stück für Stück. Und mittlerweile habe ich ja schon einiges ausprobiert und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Deswegen gebe ich euch das einmal so weiter. Ja, zum Oil Stop. Also, ihr könnt das überall einsetzen. Und ja, da ist eigentlich egal, ob das Öl warm ist, kalt ist, welcher Zyklus ist, ob ihr mitten im Intervall seid, am Ende des Intervalls. Da macht es aber am wenigsten Sinn. Ihr müsst nur wissen, dass wenn ihr den Oil Stop benutzt, dass er ungefähr 3 Wochen braucht, um, sage ich mal, voll zu wirken, fertig gewirkt hat oder sowas. Also das Ding müsst ihr nicht reinkippen und dann müsst ihr 3 Jahre aufs Ergebnis warten.
sondern ihr könnt es einsetzen und dann einfach, wenn ihr wisst, okay, in einem Monat habe ich Ölwechsel, kippst es rein, einen Monat, und dann hat das Produkt einen Monat Zeit zu wirken. Und die Weichmacher, die das Produkt hat, die in die Gummidichtung eindringen, machen die Gummidichtung wieder, sag ich mal, griffiger oder abdichtenderer und so. Und dann hilft das Produkt in dem Sinne auch schon in einem recht kurzen Zeitraum. Das einmal auch für euch, wenn ihr euch da ein bisschen unsicher seid, wie das Ganze denn so abläuft. Ansonsten, wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Produkt habt, habe ich einmal ein Dokument vorbereitet. Das habe ich hier unten einmal, www.markmonetti.com. Das findet ihr auf meiner Homepage. Ist ein interaktives Dokument, das soll euch dabei helfen beim Ölwechsel. Wenn ihr einmal das komplette Programm machen wollt, da steht einmal eine Berechnungsformel drauf. Da habt ihr Links zu, wo ihr eure Füllmengen abrufen könnt für Lenkgetriebe, für alles, Kühlwasser, Motoröl, Getriebe, Differential, Komplettprogramm. Und auch einmal die Berechnungsformel, das heißt, ihr könnt eure Zahlen ansetzen, einfach nachrechnen und es selber hinschreiben. Es hilft euch auf jeden Fall beim Ölwechsel. Guckt euch das an, ladet euch das runter. Ist wie gesagt alles interaktiv, könnt ihr anklicken, kommt direkt zu den Produkten. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich helfe euch da gerne aus. Ansonsten würde mich noch interessieren, wie ist eure Erfahrung mit dem Produkt? Mich haben schon echt einige angeschrieben und haben gesagt, perfekt, das hat gut funktioniert. Ungefähr um die Hälfte haben die meisten ihren Ölverbrauch reduzieren können. Ich sage auch ein Drittel bis Hälfte hat mein Ölverbrauch sich reduziert. Es kommt aber immer noch ganz darauf an, wie krass ich fahre. Wenn ich viel auf der Autobahn unterwegs ist, wird es Richtung ein Drittel. Wenn ich normal fahre, wird es eher Richtung Hälfte, also halbiert. Ja, da würde mich aber ganz, ganz stark interessieren, was eure Erfahrungen mit dem Produkt sind, auch gerade mit dem Wagner-Produkt. Und ich denke, vielleicht finde ich noch ein, zwei Screenshots, die ich gemacht habe von eurem Feedback, blende ich die einfach mal mit ein, weil ich das interessant finde, das auch mit euch zu teilen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr schon einige Videos von mir gesehen habt, die euch geholfen haben, ihr aber meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also das hilft mir ungemein, auch an Reichweite zu gewinnen, und ihr unterstützt mich damit auch. Und natürlich auch habe ich mir die Statistiken angeguckt und ungefähr kaum einer hat abonniert. Deswegen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr abonniert. Das sind vielleicht 4% von allen Zuschauern, die ich erreiche, haben meinen Kanal abonniert. Das ist nicht sehr viel, deswegen mache ich ein bisschen Druck. Abonniert bitte meinen Kanal. Ansonsten helfe ich euch gerne weiter. Checkt meine Homepage aus. Guckt euch die anderen Videos an, wo ich das Gesamte erkläre. Und wenn ihr weitere Fragen habt, fragt mich. Ich helfe euch gerne weiter. Das war es soweit von meiner Seite. Haut rein, Jungs. Peace. Ach nee, so.